Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast auf Leben und Tod. Heute machen wir eine Sonderfolge anlässlich des Webvideo-Wettbewerbs Fast Forward Science. Da haben wir letztes Jahr auch schon dran teilgenommen. Und unser Thema heute ist der Tod einer kritischen Infrastruktur, die uns allen ganz besonders am Herzen liegt, nämlich der Tod des Internets. Heute im Zeitalter der rasanten Digitalisierung, Internet of Things und globaler Vernetzung ist es schwer vorstellbar, dass all das, das Internet, Google und so weiter, irgendwann nicht mehr da sein könnte. Aber tatsächlich ist das Internet erstaunlich verwundbar. Und das liegt an seiner Struktur. Das Internet ist ja nicht nur eine Ansammlung von Webseiten, die irgendwo auf irgendwelchen Computern lagern, sondern das Internet ist eine physische Infrastruktur, ein physisches Netzwerk, das von sehr vielen anderen Rahmenbedingungen abhängt. Das fängt dann an von der Energieversorgung, von der Stromversorgung, von dann über die Leitungen, also Glasfaser oder Kupfer, dann die Halbleiterbauteile von Komponenten wie Routern, all so ein Kram, und natürlich die Leitungen müssen aufrechterhalten werden. Und am Ende hat man eben diese Computer, die Server, die Datenbanken, die Datencenter. All das, all diese physischen Komponenten, das wissen wir, die leben nicht ewig. Das ist ja so ein Computer ist keine römische Wasserleitung, die dann mal eben 2000 Jahre unverdrossen in der Landschaft rumsteht und das immer noch tut, sondern so ein Computer muss alle paar Jahre ausgetauscht werden. Das gute Stück war ein Methusalem, der hat 8 Jahre gehalten. Normalerweise halten Rechner im Schnitt 4 bis 6 Jahre. So Sachen wie Server oder Router halten so von 2 bis 5 Jahren im Schnitt, bis sie ausgetauscht werden müssen. Da geht immer was kaputt und man hat immer diesen konstanten Verschleiß an den Leitungen, an den Komponenten. Und gegen diesen permanenten Verschleiß arbeitet eine globale Industrie, speziell eine Halbleiterindustrie, die diese Komponenten herstellt, Mobiltelefone, Router und so weiter und so weiter. Nur wenn das kaputt geht, wird das ersetzt. Das Problem ist, dass diese Halbleiterindustrie extrem teuer und extrem aufwendig ist. Eine Halbleiterfabrik kostet 5, 6 Milliarden Dollar, um sie irgendwo in den Sand hinzustellen. Und nur ganz wenige Unternehmen können sich das heutzutage leisten. Und wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern, dann ändert sich eben auch die Produktivität, wenn die Rohstoffe teurer werden, die seltenen Erden, das Lithium und so weiter und so weiter. Wenn der Transport teurer wird, wenn all diese globalen Handelsnetze, die das Internet quasi mit seinen Chipfabriken verbinden, wenn das teurer wird, wenn der Transport teurer wird oder wenn eine Wirtschaftskrise die Kaufkraft so weit absinkt, dass diese Elektronikkomponenten nicht mehr nachgefragt werden, dann werden diese Chipfabriken unrentabel, und wenn sie unrentabel werden, dann werden diese Bauteile auch nicht mehr gebaut und dann ist auch ganz schnell Schluss mit dem Internet. Das liegt daran einfach, dass der Kollaps deutlich schneller geht, als wir die Möglichkeit hätten, sowas wieder aufzubauen. Also so eine Chipfabrik zum Beispiel, wenn die Bundesrepublik Deutschland sagt, wir bauen uns jetzt so eine Chipfabrik, um das Internet zu retten. Das Internet wäre weg, bevor die Chipfabrik da wäre. Weil eben die geringe Lebensdauer dieser Bauteile, dieses sukzessive Versagen, bedeutet, dass das Internet im Laufe der Zeit wegschmilzt wie Neuschnee auf der Wiese. Und dann war es das. Dann ist wirklich nur noch die Erinnerung. Also wie gesagt, das Internet ist eben keine Infrastruktur, die man mal eben wie eine römische Wasserleitung 2000 Jahre lang in der Gegend rumstehen lassen kann, sondern das Internet muss permanent betüdelt werden, muss permanent gewartet werden. Das kostet wahnsinnig viel Zeit, das kostet Geld, das kostet Ressourcen, das kostet Energie.
Und wenn die Welt da draußen irgendwann mal so gemein zu uns ist, dass wir andere Probleme haben oder uns das mal nicht mehr leisten können, und sei es für 2, 3 Jahre, dann war's das. Dann ist das Internet tot. Und ob es jemals wieder auferstehen wird, ist fraglich. Und damit sage ich danke fürs Zuhören bei dieser Sonderfolge von Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast auf Leben und Tod.